Großer Tag für den BBC Coburg. Niemand Geringeres als der einstige Basketballserienmeister Brose Bamberg gastierte in der Hoch Coburg Arena. Wenige Wochen vor Beginn der neuen Saison ein wahres Highlight für Verein und Fans gleichermaßen. Vor dem Anwurf begrüßt Bambergs Nachwuchskoordinator und ehemaliger Geschäftsführer der Brose Baskets Bamberg, Wolfgang Heider, die geladenen Gäste in der Arena. Hintergrund: die künftige Zusammenarbeit zwischen den Coburgern und Bambergern. Diese entsteht auch auf Wunsch des Geldgebers der beiden Vereine, der Firma Brose. Ich denke, dann ist es eine logische Konsequenz, dass die jungen Spieler, die in Bamberg im Nachwuchsleistungszentrum entwickelt werden, hier Spielpraxis bekommen und hier in der Pro B auch spielen können. Wobei das nicht darum geht, dass wir jetzt hier Kanonenfutter sein will, sondern wir will gewinnen. Die Jessie hat ja gesagt, man will unter die ersten vier in der Liga. Und insofern ist das eine wunderbare Voraussetzung, weil ich glaube, das ist Farmteam-Thema. Also diese Pro B für junge Spieler ist extrem wichtig. Da müssen sie 2-3 Jahre spielen, um sich dann auch nach oben zu entwickeln. So stehen 3 Spieler im Coburger Kader, die dank einer Doppellizenz jederzeit bei Brose Bamberg in der Basketball-Bundesliga spielen dürfen. Tyrese Blunt, Janis Sonnefeld und Leon Bulic. Die beiden Letztgenannten wechseln im Testspiel zur Halbzeit gar ihre Mannschaften. Auch Jessica Miller, Head Coach des BBC Coburg, findet Gefallen an der Zusammenarbeit mit Brose Bamberg. Die trainieren mit Bros, mit der BBL-Mannschaft und auch teilweise mit uns. Und ja, das gibt ihnen ganz viel Spielerfahrung. Und auch das heißt, was wir haben gegen heute gespielt, spielen die jeden Tag. Das heißt, dass die bekommen ganz viel Spielpraxis und dann können die diese Leistung dann zu uns bringen in der Pro B und zeigen zu unseren anderen Spielern diese Niveau, wie wir trainieren wollen und auch wie wir spielen wollen. Die Festestädter bieten gegen den favorisierten, aber neu formierten Bundesligisten eine ansprechende Leistung. Wenngleich der Klassenunterschied zunehmend deutlich wird, funktionieren einige Spielzüge der Coburger schon ganz gut. Am Ende gewinnt Brose Bamberg vor über 900 Zuschauern mit 108-71. Das Ergebnis, so sind sich alle Beteiligten schon vor dem Spiel einig, ist nebensächlich. Cheftrainerin Miller nimmt auf jeden Fall viel Positives mit. Ja, wir wollten definitiv defensive vorlegen, dass wir diese Saison haben ein sehr großes Wert auf Defense. Das heißt, wir wollen ganz viel Balldruck machen, wir wollen Vollcourt verteidigen. Und das war ein wichtiger Punkt für uns. Wir haben es teilweise gezeigt, teilweise vielleicht nicht, weil am Ende haben wir 108 Punkte gegeben, aber das wissen wir, müssen daran arbeiten, aber ich denke, wir haben eigentlich gezeigt heute, dass Defense gibt uns, hat viel Wert für uns diese Saison. Nach der Schlusssirene erfüllen die Basketballer beider Teams Bild- und Autogrammwünsche. Ein voller Erfolg also für alle, die an diesem Tag mit von der Partie waren.